Moinsen. Ja, bin jetzt gerade in meinem Wohnmobil, habe heute Morgen trainiert, war danach echt müde. Seitdem ich hier bin, trainiere ich immer morgens und abends, also beziehungsweise nachts, zweimal am Tag und ja, sind keine kurzen Einheiten, also so mindestens 1,5 bis 2,5 Stunden pro Einheit mache ich schon. Pumpe ich alles so ein bisschen durch, so den ganzen Körper. Ja, gehe auch ein bisschen schwimmen noch. Im Fitnessstudio gibt es noch eine Schwimmhalle und da ziehe ich ein paar Bahnen durch und ja, und irgendwann dann nachts um 1 Uhr, 2 Uhr nach LA Zeit gehe ich dann pennen. Und letzte Nacht war ein bisschen später. Ich war ja in Hollywood. Hollywood Hills, also irgendwo da auf dem Berg und dann konntest du da so runter gucken. War ganz nett, allerdings wurde es sehr, sehr spät und heute Morgen, als ich aufgestanden bin, da habe ich richtig gemerkt, dass ich da saumüde bin. Deshalb Stündchen trainiert, ein, zwei Gänge noch Sauna gemacht und dann ab in die Haia hier nochmal eine Stunde. Kommt mal mit, ich zeige euch mal, wo ich bleibe, wo ich lebe, hier in LA. Das ist hier mein Wohnmobil. Es ist eine ganz, ganz neue Erfahrung für mich. Ich war noch nie in einem Wohnmobil. Schon gar nicht da drin gepennt. Aber es ist mal ganz interessant. Also da könnte theoretisch noch einer bzw. zwei Personen da drin schlafen. Wie ihr sehen könnt, habe ich da einen Fernseher, Flachbildschirm. Oh, gar nicht mal so klein. Dann einen DVD-Player habe ich hier auch. So sieht die Fahrgastzelle aus. Ja, ist schon richtig groß. Das ist hier so meine Küche, also Essecke. Hier ist Wasser mit Brennnesseltee drin. Mir Babyspinat gekauft. Die gibt es meistens in solchen Riesendingern. Und gleich werde ich mir noch so eine Hähnchenkeule reinpfeifen. Also die gibt es dann halt auch in solchen Verpackungen. Ganze Hähnchen, Hähnchenkeulen und Hähnchenbrüste. Echt lecker und nicht teuer. Ja, die ganzen Energy Drinks sind alle ohne Zucker oder vieles ist ohne Zucker. Das finde ich richtig cool. Hier kannst du halt so die Vorhänge zuziehen. Da sind auch nochmal extra Schränke. Hier ist die Küche. Ja, wenn man es hier aufmacht, ist schon wirklich hier eine Küche. So, es ist hier mein Gasherd. Hier habe ich schon was gekocht, allerdings nur Tee. Mehr habe ich noch nicht gemacht, also ich kann es ja alles auch fertig kaufen. Hier mein Backofen. Kannst du auch backen. Ja, da sind so ist mein Geschirr drin. Ganz hinten irgendwo habe ich versteckt. Die darf ich hier jetzt nicht sehen. So, da sind die Reste von Rio und so weiter. Am besten finde ich diese hier, Nutterbutter. Nada bada. So, ich komme dann nach hinten schön, damit der Murat da nicht reingreifen kann. Ja, Mikrowelle ist auch da. Alles funktioniert bestens. Dann ein Tiefkühlfach sogar. Da ist noch nichts drin. Wie man sehen kann, eiskalt. Kann man eiskalt sehen. Also ich habe gerade gesehen, die Wolken, als sie da rausgekommen sind. Deswegen. Das hier mein Kühlschrank. Ja, ein Energy Drink nach dem anderen. Alles ohne Zucker. Oh, diese ganzen Rockstar-Dinger, ey, wenn es die bei uns in Deutschland mal geben würde. Ohne Zucker, ey. Wir haben, glaube ich, nur eine Sorte und das haben sie auch, glaube ich, irgendwie abgeschafft. Ja, hier auch nochmal. Da, da, da. Dann ist da.
Wasser drin. Wasser. Und Hähnchenbrust. Das habe ich mir auch vor einigen Tagen gekocht. Habe ich auch nur nichts, nichts. Ja, sieht sehr mager aus, ne? So sollte ein Bodybuilder-Kühlschrank aussehen. So, hier ist auch schon mein Bett. Es ist echt riesig. Es ist ein Riesendoppelbett. Ja, da sind oben die ganzen Schränke, kannst du Sachen verstauen. Überall. Ah, das ist eine Luke. Hier ist noch eine extra Klimaanlage hier. Habe ich bis jetzt zwar nicht gebraucht, aber wenn es ganz heiß werden sollte, kann man es dann benutzen. Ja, hier ist auch nochmal. Hier habe ich meine ganzen Klamotten drin. Meine Medaille. So, und hier ist auch schon die Toilette. Mal gucken. Ah, alles sauber. Dann gehen wir mal da rein. Das ist mal eine richtige, vernünftige Toilette. Mit Spülung hier. Kein Wasser verschwenden. Hier läuft alles. Und hier ist eine richtige Duschkabine. Also meine schmutzige, die Schmutzwäsche drin noch. Also, das ist eine richtige große Dusche. Also, kannst du richtig gut duschen hier, ist mit Duschbrause und so. Und mit so einer Dachluke noch. Finde ich schon ganz cool. Haben sie ganz gut hingekriegt, ne? Ja, das ist mal eine geile Kiste. Ja, man sagt ja so Wohnmobile sind nur was für Rentner oder halt für Paare, die sich da irgendwie, keine Ahnung, zurückziehen möchten, in Rente gegangen sind oder halt Privatiere, die genug Kohle haben und einfach nur mal ihre Freiheit genießen möchten. Aber ich finde, man kann auch, wenn man alleine unterwegs ist, ach so, hier sind die ganzen Pumpen hier, Wasserpumpe, wenn du hier anmachst, dann ist gleich dann Wasser, Gas, Wasser, bla bla, hier sind die ganzen Kontrolldinger. Aber wenn man so alleine unterwegs ist und gerade wenn man Bodybuilding macht, ist, finde ich, cool. Ey. Du hast überall dein Bett, musst du dich nicht dran gewöhnen an irgendwelche fremden Betten ständig in Hotelzimmern. Also ich kenne das ja nur zu gut. Ich habe sehr, sehr lange nur aus den Koffern gelebt. Deshalb finde ich das schon ganz cool. Von außen können wir den auch mal eben zeigen. Ja, keine Schuhe an, aber egal. Ein Riesending, ne? Das ist hier so die Gegend hier, wo ich dann gerade wohne. Hermosa Beach. Direkt hinter mir ist so eine Anlage. Spielen die Basketball. Draußen jeden Morgen laufen die Leute hier entlang. Ja. Schon super Lifestyle, echt hammergeil. Achso, ich habe hier sogar so eine Markise. Das kann man da. Geht das? Schau mal. Zack. Kann man dann so rausziehen. Und hier so ein Klappstuhl. Und dann kannst du da drin oder da drunter sitzen. Einfach wie so ein Mega-Rentner. So, jetzt machen wir mal zu wieder.
Ja, und hier sind so halt so diese ganzen Stauräume. Hier kannst du ein Fahrrad oder sogar zwei Fahrräder reinstellen. Schon riesig. So, jetzt gehen wir wieder in die Stube. Ja, wie gesagt, da oben könnten noch zwei Leute pennen. Da in meinem Bett könnten auch zwei Leute pennen, locker. Und hier die Sitzecke kannst du auch nochmal umfunktionieren. Können auch nochmal zwei Leute pennen. Also die dürfen halt nicht länger als 50 aber sein. Also für Kinder oder so oder für kleine Mädchen, kurze Mädchen. Gut, so jetzt esse ich meine Hähnchenkeule mit Babyspinat und sage nach Deutschland aus.